Willkommen, liebe Leute von heute, zum ersten Teil von Let's Play Loom. Und bevor wir das Spiel hier starten können, müssen wir natürlich erstmal einen Schwierigkeitsgrad auswählen. Und wie ich schon bereits im Vorstellungsvideo gesagt habe, entscheide ich mich hier in dem Fall für Standard. Und wenn ich, sobald ich draufgeklickt habe, beginnt sofort das Spiel. Also los geht's! Wach auf, Sohn der Ziegner. Dein 17. Jahr bricht soeben an. Die Ältesten möchten dich gleich sprechen. Der Hohe Rat erwartet dich in der Kammer des Webstuhls. Eine Nachrichtenfee? Hab noch nie eine so helle gesehen. Einer der Ältesten muss sie gesponnen haben. Besser, ich gehe mal ins Dorf. So, was ich im Vorstellungsvideo noch nicht erwähnt habe, ist, dass wir mit dem Cursor einfach so auf Objekte raufgehen können und unten rechts sieht man dann halt das entsprechende Porträt vom Objekt. Und wenn man nochmal auf das Objekt draufklickt, dann wird das entsprechende Porträt auch beschriftet mit dem Namen des Objektes. Und wenn wir mit dem Cursor mal auf das Porträt gehen und raufklicken, dann passiert das hier. Das letzte Blatt für dieses Jahr, auch sehr traurig. Ja, das Jahr geht zur Neige. Ja, schon wirklich bitter. Irgendwie in gewisser Weise melancholisch. Jedenfalls, wenn wir dann auf das Porträt raufklicken, dann erfolgt entweder eine Aktion, also erfolgt eine Aktion oder Bobbin sagt irgendetwas dazu. So, gut. Dann wollen wir doch mal erstmal Richtung Dorf laufen, mal gucken, was die Ältesten von uns wollen. Ach ja, die Musik von Tschaikowski, großartig. Großartig übernommen, wie gesagt, von Fatman, der das ja konvertiert hat. So, und dann gehen wir doch mal in die gute Stube rein. Sieht ein bisschen unheimlich aus irgendwie, so alles dunkel und so. Jetzt gehen wir doch mal hier rein und huiuiui, das ist aber ein langer und großer Gang vor allen Dingen. So, und da sind ein paar Wandteppiche hier. Wir gucken uns mal den ersten an. Das ist ein Teil des langen Wandteppichs. Die Fäden beschreiben die Erschaffung der Welt und das Vorbeiziehen der beiden Schatten. Ja, genau. Also hier wird schon mal in gewisser Weise die Historie dieser Welt beschrieben, in dem Fall. Hier haben wir erstmal die Erschaffung erfahren. Mal gucken, was uns dieser Wandteppich erzählt. Hier ist ein anderer Teil des langen Wandteppichs. Die Fäden beschreiben den Aufstieg der Gilden und die Geschichte der Weber. Genau, was man schon bereits aus dem Hörspiel so erfahren hat, dass halt die ganzen Gilden entstanden sind, wie die, die Schäfer und die Schmiede, also die, die Schmiede und so weiter und so fort. Und da haben wir einen zerrissenen Wandteppich. Das verheißt anscheinend nichts Gutes, denke ich mal. Oder es ist noch nicht fertiggestellt. Das ist das letzte Stück des langen Wandteppichs. Er zeigt den Verfall der Gilden und die Ankunft des dritten Schattens. Ja, okay, wie ich schon vermutet habe. Seltsam, das Ende des Teppichs ist abgerissen worden. Okay, also ist es schon zwar fertiggestellt worden, aber irgendjemand oder irgendetwas hat diesen Teppich zerrissen. Okay, gut, gehen wir einfach mal weiter. Und da müssen wir doch gleich auf die Ältesten treffen, oder? Ah, da stehen sie auch schon. Sieht aus, als ob die Ältesten beschäftigt sind. Da störe ich besser nicht. Ihr habt den Bericht des Hohen Rats gehört, Dame Hatchel.
Was habt ihr zur Verteidigung zu sagen? Ich habe weder Verteidigung noch Entschuldigung, ältester Atropos. Meine Taten sprechen für sich selbst. Keine Verteidigung? Nicht einmal Reue? Diese Rücksichtslosigkeit darf nicht geduldet werden. Warum hörst du nicht auf uns, Hatchel? Warum hörst du nicht auf uns, Hatchel, meine ich? Du hast doch sonst die Regeln der Gilde auf dem Buchstaben genau befolgt. Sag uns, was in deinem Herzen vor sich geht, Hatchel. Der Junge muss die Wahrheit über seine Herkunft erfahren. Sein Talent erwacht. Bald wird er die Gabe des Webens besitzen, ob wir ihm helfen oder nicht. Wir sollten es nicht wagen, Bobbin zu verlieren. Alte, starkköpfige Närrin! Die Geheimnisse, die du Signas Sohn verraten hast, kann er gegen uns einsetzen. Weißt du das denn nicht? Deswegen hat der Rat doch verboten, dass er das Weben erlernt. Er stellt eine Gefahr für uns dar. Genug, Lachesis. Lachesis, wir müssen unsere Entscheidung nicht erklären. Es schmerzt mich, die vielen Jahre aufrichter Treue so enden zu sehen. Aber die Weisheit der Ältesten steht außer Frage. Das ist die oberste Regel unserer Gilde. Auch deine andere Schülerin, Lady Cigna, erlitt die Strafe für Verrat vor 17 Jahren in genau dieser Kammer. Du hättest ihre Lektion besser lernen sollen. Mein Schicksal ist in eurer Hand, Älteste. Unsere Hände sind leer, Hatchel. Blick noch einmal auf den großen Webstuhl. Vielleicht siehst du dein Schicksal kommen. Denn nun schlägt die Vorsehung zu. Ein Schwanei. Seltsames Schicksal. Der Spruch hat sonst immer funktioniert. Hört! Ich hörte einen Schrei. Draußen. Nanü? Oh. Ein Schwan? Klirr. Die Gilde wird angegriffen. Wer wagt es, den heiligen Webstuhl zu entweihen? Das ist das Handwerk des Dämonen, Jungen. Töte ihn, solange du noch kannst, Atropos. Verflucht für immer sei der Name Signas Sohnes, das Kind des Webstuhls. Bobbin Threadbeer! Und da fliegen sie davon. Ist ja wunderbar. Alle sind abgehauen. Keine Erklärung, kein Auf Wiedersehen. Warum lassen Sie gerade mich zurück? Tja, das ist das ganz große Geheimnis, was wir wahrscheinlich bald erfahren werden. So. Oder lüften werden. So, schauen wir uns noch mal das Ei an. Etwas will es öffnen. Ja, genau. Und zwar... dieser Stab hier fühlt sich schwerer an, als er aussieht. So, und wir haben gerade so eine Melodie gehört. Da haben wir übrigens auch, als der Älteste hier, Atropos, einen Zauberspruch auf sie gesetzt hat. Aber dieser Zauberspruch ist anders. Und zwar ist der folgendermaßen. Genau. E, C, E, D. Das ist der Zauberspruch, den ich ja im Vorstellungsvideo genannt habe. Das ist nämlich der Öffnespruch. Den notiere ich mir vorsichtshalber trotzdem nochmal.
Weil ich kenne mich ja, ich bin ja leicht vergesslich und so, weil ich auch ein alter Mann bin. So, öffne, schließe ist es auch, wenn man die Melodie halt rückwärts spielt. So, das war E, C, E, D. So, okay, gut. Dann wollen wir doch mal diesen Spruch bei diesem Ei anwenden. Mal gucken, was passiert. Junge, bist du noch hier? Mutter Hetsche, bist du das? Das weißt du doch ganz genau. Ich habe gesehen, wie du uns beobachtet hast, du Lümmel. Was ist hier passiert, Hetschel? Das ganze Dorf ist davon geflogen. Ich hoffte, der Schwan würde kommen, um dich zu retten. Der Schwan, ja, nicht der Schwan, der, egal. Aber ich hätte niemals erwartet, dass sie so etwas Hinterhältiges tun würde. Mich retten? Wovor? Vor den Ältesten. Sie wollten dich in einen Schwan verwandeln, wie auch mich. Sieht aus, als geben meine alten Knochen nur ein Küken her. Warum sollten die Ältesten das tun? Ich habe doch nichts Böses getan. Sie haben Angst vor dir, Bobbin. Warum sollte irgendjemand Angst vor mir haben? Seitdem du in unsere Welt gekommen bist, haben die Ältesten bemerkt, wie sich Chaos im Gewebe des Webstuhls ausbreitet. Sie glaubten, hofften, dass deine Geburt die Ursache dieses Chaos wäre und dass die Ordnung zurückkäme, wärst du weg. Aber jetzt sind die Ältesten verschwunden und nur du bist da. Das kann nur eines bedeuten. Das Gewebe zerfällt aus eigenem Antrieb. Bald wird es zu einem Ende kommen und mit ihm alles, was mit seinen Fäden gewoben wurde. Der dritte Schatten naht. Gibt es einen Weg, ihn aufzuhalten? Das Chaos stoppen? Das versuchten die Ältesten bereits schon. Nun wissen sie es besser. Du hoffentlich auch. Wenn wir das Chaos nicht aufhalten, was können wir dann tun? Wir können es erwarten oder fliehen. Der Schwan hat den Rest der Gilde vor dem dritten Schatten gerettet. Unser Weg liegt ganz klar vor uns. Wir müssen unseren Schwarm suchen und uns ihm anschließen. Du hast schon den Stab der Ältesten gefunden. Das ist gut. Leg ihn niemals aus der Hand, Bobbin. Du wirst am Anfang nicht viel spinnen können, nehme ich an. Aber je mehr Übung du hast, desto mehr Macht wird es dir geben. Oder der Stab dir geben, genau. Ja. Solange du den Stab bei dir hast, Bobbin, weiß ich, dass es dir gut geht. Solltest du ihn verlieren, keine Angst. Ich komme und helfe dir dann. Verlass die Insel, Kind des Webstuhls. Sie ist jetzt zu klein für dich. Deine Bestimmung liegt hinter dem Meer. Mutter Hetschel, wo gehst du hin? Ich folge den Schwänen. Würde zu gerne wissen, warum mich jeder Kind des Webstuhls nennt. Tja, das ist eine sehr gute Frage, wenn man sich jedenfalls das Hörspiel nicht angehört haben sollte. So, gucken, können wir was mit dem Webstuhl machen? Das sind dieselben vier Noten, die der Schwan auf die Ältesten spannen. So, nochmal, das muss ich nochmal dokumentieren. Sie hallen immer noch durch den Webstuhl. Es war auf jeden Fall das hohe C am Anfang gewesen. Meine ich doch, oder? Genau. F, G und das tiefe C. Okay. Das notieren wir uns einfach mal. Ich weiß zwar noch nicht,
was das für ein Spruch ist, habe ich wieder vergessen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Aber sich vorsichtshalber mal Notizen darüber zu machen, wäre gar nicht mal so schlecht. So. Ja, jetzt sind wir ganz alleine. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Tja, so kann das gehen. Aber warum eigentlich? Was ist denn hier los? Dritter Schatten? Ja, ist alles sehr, sehr unheimlich. Aber gut, werden wir ja noch alles erfahren. So. So, und ich würde mal sagen, wir schauen uns hier mal genauer um, was es hier alles noch so gibt in diesem Dorf. Gehen wir doch mal da rein. Ja, ziemlich dunkel hier. Mal gucken, was Bobbin dazu sagt, zu der Dunkelheit. Ich sehe rein gar nichts. Hier sind ein paar Münzen, mal gucken. Die Leute hier sollten besser mal etwas aufräumen. Alleine schon so ein Batzen Gold da auf dem Boden. Also Bobbin wäre jetzt stinkreich. So, meine Stimme versagt gerade. Muss ein bisschen. Meine Stimme ölen. So, jetzt geht's aber weiter. Können wir da rein? Nö, irgendwie nicht. Okay. So, was haben wir denn da? Eine Flasche? Hoppla! So, GFFE. Ich glaube, das ist der Spruch fürs Umfärben, oder? Ich notiere das mal. Soweit ich mich erinnere, das können wir gleich mal ausprobieren. Und zwar sind die ja schon bereits grün gefärbt. Was wäre denn, wenn ich den Spruch anders aussagen würde? Ach, kann ich ja gar nicht, fällt mir gerade ein. Wir haben ja die beiden Noten noch gar nicht. Geht ja nicht. Gut, okay, lassen wir es erstmal. Was ist das für ein Buch? Das ist das Buch der Sprüche, das Hatchel mich le lesen ließ. Also ist das hier das Haus von Hatchel. Alles klar. Ich nehme es lieber mit. Hier sind wir also aufgewachsen quasi. Zumindest aus der Sicht von Bobbin. So, dieser Haufen muss noch gefärbt werden. Okay. Färbekessel? Es blubbert. Moment. Kann das der Spruch fürs Färben sein? Moment. Moment, nochmal. Okay. DDCD. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Spruch hier anwenden. Genau, das ist der Färbspruch. Alles klar. Dann habe ich die Vermutung, dass der andere Spruch der Spruch des Lehrens ist. Also sprich, wenn man etwas ja, entfernen möchte in dem Fall. Wie zum Beispiel Wasser oder irgendein Gegenstand, der gerade im Weg steht. So nach dem Motto. Wir können auch den Spruch natürlich auch umgekehrt einsetzen. Mal gucken. Und zwar. Genau. Aber ich möchte mal alles grün färben. Sieht dann nachher ein bisschen farbenprächtiger aus, ne? So, hier nochmal. Sehr schön. Ja, aber großartig bewirkt hat das jetzt eigentlich gar nichts. Wir haben nur ein bisschen herumexperimentiert. So. Dann wollen wir doch mal das Dorf so mal verlassen. Ist ein ganz kleines Dorf eigentlich, ne? Also. Na gut, man weiß ja nicht, was noch sich weiter rechts alles befindet an Hütten und so weiter. Vielleicht ist das Dorf doch größer, als es jetzt hier so aussieht.
Da ist eine Eule drin. So, C. Hier ist noch eine Eule. Okay, da entsteht wieder eine neue Melodie. Das war jetzt C, D. So. Und noch eine Eule. Hier muss ein Nest sein. So, dann jetzt fehlt noch eine Note. Mal gucken, vielleicht bei dieser Eule hier. Schläft tief und fest. Da fehlt noch irgendwas. Gestrüpp. Aua! Ah, alles klar. Okay. Armes kleines Ding. Ja, armes kleines Kaninchen. Na toll. Und wir haben das Ding aufgeschreckt und dann in Richtung Tod befördert. Super. Gut, schauen wir uns dieses Grab mal an. Die Schrift ist etwas schwer zu lesen. Im Gedenken an Lady Signa Threadbare. 7983 bis 8004. Ein Schicksalsblitz zieht durch den Himmel. Sein Donner hallt weit übers Meer. Bis zu dem Platz, an dem ich warte. Dem See der Wunder und der Seelen. Am Tag, da sich der Himmel öffnet und der Baum gespalten wird. Okay. Am Tag, da sich der Himmel öffnet. Was das wohl bedeuten mag. Also ich weiß das noch zwar ungefähr, aber naja, mal gucken. So, irgendwo ist noch eine, irgendwo hat sich doch die Eule verkrümelt, schätze ich mal. Aber da ist noch ein Loch. Jetzt sind wohl alle Löcher voll. Aha, C, D, D, C. Gut. Ich habe da so eine Vermutung, was das für ein Spruch sein könnte, den wir jetzt gerade so gelernt haben. Gehen wir nochmal zurück ins Dorf. So, und jetzt haben wir hier diese Dunkelheit, die wir, ja, wo wir nichts sehen können. Und jetzt wenden wir doch mal diesen Spruch an, die wir von den Eulen bekommen haben. Aha! Und es werde Licht! So, wunderbar. Was haben wir hier? Ein Spinnrad. Mal gucken, was passiert. Das alte Spinnrad quietscht ganz schön. Neuer Zauberspruch. D, 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 E. D, 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 E. Ja. Mal gucken, was das für ein Spruch ist. Also, das notiere ich mir für Licht. Was wir gerade angewendet haben. So. Mal gucken. Hat es vielleicht was mit dem Stroh zu tun? Aha. Das scheint ein Verwandelspruch zu sein. Das ist halt Gegenstände in Gold verwandelt. So ungefähr. Gehe ich mal davon aus. Gold verwandeln? Fragezeichen. Mal gucken. Gut. Übrigens können wir das natürlich auch wieder rückgängig machen, aber jetzt brauchen wir nicht großartig rum zu experimentieren. So. Dann wollen wir doch mal. Naja, ich würde jetzt mal in dem Punkt sagen, ich bin jetzt schon langsam so bei meinem Limit, was die Zeit betrifft. Also würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Loom wieder. Bis dahin. Ciao, Iwaui.